Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und ich würde sagen, das Chaos beginnt von vorne oder es geht einfach weiter. Das ist gleich besser. Und zwar sollten wir heute unbedingt die schweren modularen Rahmen, die da unten schon angefangen wurden, hier ums Eck, da hinten, zum Laufen bekommen. Weil sonst, brauche ich auf jeden Fall. Und immer im Hinterkopf, oder bei mir zumindest, habe ich immer im Hinterkopf der Strom. Das ist... Ah, das wird zu eng. Naja, gut. Beziehungsweise, es wird nicht eng, es wird irgendwann einfach zu viel. Und dann brauche ich Strom und ich werde es mit Sicherheit nicht mit Biomasse machen. Lel. Also das heißt, ich brauche Öl. Und da ist, glaube ich, in der Wüste was und... Beziehungsweise... Ne, hier müsste auch was sein. Könnte ich eigentlich mal scannen? Ja, Öl. Ich glaube, ich meine, dass hier in diesem Bereich auch Öl ist. Werde ich gleich rausfinden. Schneller. Okay. Oder auch nicht. Bam, bam. Doch, da sage ich doch. Unrein. Normal. Ja, dann müsste ich hier nochmal das gleiche bauen wie hier. Oh mein Gott. Ja. Wird passieren demnächst irgendwann. Naja, gut. Ihr Stück hatten wir letztes Mal gesagt. Genau, dann haben wir 24 Stück. Habe ich überall eingestellt? Nein, natürlich nicht. 24 Stück, dann brauchen wir hier unten erstmal Strom. Bekommst du Strom? Du und komm, es geht schon, oder? Perfekt. Du. Das geht genau auf. Geilo. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Wo hatte ich nochmal Kalkstein? Okay, das war jetzt nicht sehr weit. Hä? Hier! Ach, perfekt! Sogar ein gutes. Nämlich Beton. Endlich. Gut. MK. Nein, ich glaube Stahl. Boah, der verdammt. Der Mist. Oder ich mach's mit MK1. Scheiße. Scheiße. Aber ich hab. Moment. Bin ja ein kleines Genie. Warum laufe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich Stahlrohre oder so einen Scheiß brauche? Dahinter. Hab doch hier. Gut, dann würde ich sagen. Organisation, nee, Logistik. Splitter. So und. Dann einfach rüber die ganze Zeit, das wird schon gehen. Meine Hoffnung ist ja, dass nebenbei irgendwelche Container volllaufen und die Produktion einfach so lange stillsteht und ich ein bisschen Strom spare. Das ist meine Hoffnung. Aber Autosave, was? Wir haben halt extreme Schwankungen drin. Jetzt geht's eigentlich. Naja, beobachten. Das ist nicht gerade. Das geht natürlich nicht. Bist du gerade? Ja. Hm.
so und so. Genau. Das schaut gut aus. Bei dir passt es auch. Genau. Bei dir auch. Hm. Naja, gut. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich hole mir den Kalkstein einfach hier hoch. Der ist ja gleich hier. Genau, dann bekommst du gleich mal Strom von mir. Heftig. Ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach viel zu lang ist. Also zu weit weg ist. Na. Das könnte fast cool sein. Gut, dann würde ich sagen. Scheiße. Hier hoch wieder. Wie viel Beton brauche ich denn? 30 mal 4 sind 120. Konstruktor, jetzt einfach mal angenommen. Hundertzwanzig ist für eine Hausnummer. 18. Und wie viel brauche ich dafür? 45. 100. Also, Moment. 450. Und 5. 200 sind 650. Also ich brauche ungefähr 700 Kalkscheine in der Minute. Okay, heftig. Dann eskaliert es ganz anders. Also hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oder nicht gedacht, besser gesagt. Rechnet natürlich sowieso gar nichts fast. So. Ich würde sagen, das geht noch mit dem Liftarm. Du Scheiße. Ich muss weiter vor. So, 1, 2, 3, 4, 5, fuck. 6, 7. 8, 9, hallo Kabel, 10, 11, 12, ich muss noch weiter rein. Übel. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn die so leuchten, die Batterien. Das heißt, es ist Batteriebetrieb. Es war so Gold wert, dass ich diese scheiß Dinger gebaut hätte. Und ich würde sagen, man müsste das noch viel weiter ausbauen. Naja, egal. Constructor. Gott, das werden wieder Millionen. Wie heißt's? Splitter und so ein Scheiß. Splitter. Genau. Jetzt gehen mir die Eisenplatten schon wieder aus. Ich habe doch gerade eben 2400 geholt. Ja cool, ich habe auch gut Foundations gebaut. So ist das nicht. Aber beim Zurückgehen. Nee, mache ich nicht. Ich verbinde gleich alles beim Zurückgehen. Sonst vergesse ich das. Eigentlich wollte ich die Rezepte schon überall einstellen, aber... Jetzt gehen wir diese Platten aus, aber die sind ja Gott sei Dank gleich da oben. Hier, dem von Container.
Ja, jetzt schaut es mit dem Kupfer schon wieder ganz anders aus. Das ist gut. Moment. Okay, es wird voller. Aber nicht mal so schnell wie am Anfang. Beobachten. Ich habe jetzt 600, 800. Über 800, das sollte reichen. Gut, dann müssen wir uns irgendwie runterarbeiten mit Liftarmen und was weiß ich alles zum zum Miner. Also ich brauche 700 fast. Da bin ich ja gespannt, ob der Miner das überhaupt hinbekommt. Ich glaube nämlich nicht. Wie denn der ist eigentlich? Oder wo ist denn der? Das ist natürlich ganz da hinten. Kommt das nochmal weg? Ah, ein bisschen nervig, dass der da mal andocken will. Mal hier hin. Ja, wo ist er denn? Hier. Okay. Jetzt wird das auch wieder eine Wahnsinnskonstruktion. Nee, 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 nee. Eins weiter. Genau. Wunderschön. Ich habe mal das Richtige ausgewählt. Heftig. Genau, dann gehen wir da drüber. Jetzt muss ich halt tierisch aufpassen, dass ich nicht irgendwie mit dem Auto in Kollision komme. Das heißt, ich würde es am liebsten so machen. Ja. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich flieg eh. Genau, das hatten wir ja vorher schon, das geht ja nicht. Liftarm. Ja, das ist behindert. Muss ganz an die Kante. Und dann geht's. Puh. Gut aus, glaube ich. So wird es nicht gehen. Ich muss es tatsächlich so machen. So geht's auch nicht. Warum denn nicht? Halt, ich mach dich nochmal weg. Und dann gehst du es erstmal schön sauber darunter. Ja. Also 700 brauche ich. Das ist nicht eine normale Stelle. Scheiße, das bekomme ich im Leben nicht zusammen. Nicht mal die Hälfte, Leute. Nicht mal die Hälfte. Und 52 Megawatt, logischerweise. Gut. Und dann wird das Problem doch größer als gedacht. Ich brauche noch eine Kalksteinmine. Die habe ich. Mist. Hier oben. Nutze ich 400 Meter? Nutze ich die nicht schon vielleicht sogar?
du Kacke. Ich glaube, und zwar für die Stahlbetonträger da oben. Ich guck das jetzt noch mal. Sonst habe ich jetzt ein Problem. 100 Meter. Ne, die ist unbenutzt. Das ist gut. Und das ist eine gute. Okay, Moment. Ja, das ist kein Problem. Heftiger Scheiß jetzt gerade. Gut, dann bekommst du gleich mal Saft. Ist er gleich hier? Das ist praktisch. Wie viel würdest du denn machen? 600, das ist zu wenig. Wir machen hier eine rein, bei der anderen eine raus. Nur noch 27 Schnecken auf einmal. Okay. Gut. Ach, hier fährt ein Auto, das ist nicht cool. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss hier erstmal ein bisschen hoch. Ach, okay. Foundation. Hier. Die kommen natürlich gleich wieder weg. Kann ich den Fuß auch abbeißen? Das sind halt fliegende Förderbänder, wer kennt's nicht? Baue ich hier nochmal Foundation hin. Das ist schlecht. Oh, das darf auch keiner sehen, ohne Scheiß. Gut, und dann muss ich... Als den war ich schon. Dann gehe ich da unter dem Zug entlang. Genau. Hier ist dann irgendwie. Irgendwie komme ich da schon an. Da hinten muss ich hin. Ja, und das mache ich jetzt einfach so. Das wird so geil. Nein, so nicht. Tja, auf welcher Höhe bin ich hier so ungefähr, gell? Ja, im Endeffekt ist es auch wurscht. Das ist... Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, ich könnte jetzt... Das geht, oder? Geilo.
Moment, Moment, Moment. Ich komme hier noch vorbei, oder? Weil ich muss mit dem dann... Quasi dahinter. Okay, passt. Dann geht das dahinter. So. Also wenn jetzt keine Ingenieursmeisterleistung ist, weiß ich auch nicht. War nicht schön, aber es funktioniert und das ist wichtig. Und dann mache ich hier einfach. Einen Fusionator hin. Logistik. Boah, ich bin gespannt, ob das passt. Das passt schon mal. Und das auch. Logisch. Gut, erstmal ganz wichtig, diesen scheiß Kalk schon wieder raushauen. Gut, dann wird das. Ich nehme hier jetzt noch schnell die Schnecken raus. Eine zumindest. Ich muss echt ein bisschen auf den Strom schauen. 240 und wie viel waren es? 480. Jetzt wird schon reichen. Wir sind auf jeden Fall über 700. So, hoch mit dir. Und dann kommen jetzt da überall. Splitter hin, Fusionatoren hin. Kommen sie natürlich nicht, weil ich keine Eisenplatten habe. Dann kann ich schon mal die Rezepte einstellen. Das ist ganz schön heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal so Probleme bekomme bei diesen einfachsten Grundmaterialien. Das ist übel. Naja, gut. So, Eisenplatten holen. Hier läuft auch alles. Das könnte 2,5 und das sind 5. Ich sag's euch gleich, das wird. Wo kann ich es mal hinstellen? Test ist weiße. Hier. Ups. Also ich produziere 5 und ich nehme schon welche weg. Und dafür brauche ich gar keine. Okay, das ist gut. Auch keine. Na gut, dann halt nicht. Passt. Ich habe einmal Glück gehabt. Kabel mitnehmen. Beton habe ich eigentlich noch, oder? Ja, ein Stack jetzt schon. So, hier reicht es auch noch. Das heißt nämlich 3 Stacks mit. Ja, bauen wir mal schnell schwere modulare Rahmen, kein Problem. So. Als schlauer wäre es gewesen, von der Seite anzufangen, mit der ganzen, nicht splittern Fusionatoren. Müssen sie. Ich darf das keinen Scheiß bauen. Nochmal alle abreißen, hätte ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Das sind ja bloß 15 Stück.
Lel. Also, Stahlbetonträger sind ganz schön hässlich zu produzieren. Vor allem in so einer Menge. Echt übel. Echt übel. So, die kommen dann da raus. Die Schlawiner. Und kommen dann da rein, richtig? Nein, falsch. Hier rein. Warum auch immer hier rein? Warum? Halt, oder kommen die da rein? Ja. Hass, 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 Hass. Muss eins länger. Jetzt müsste es gehen. Genau, dann kommen hier schon mal die Stahlbetonträger rein. Und was braucht man noch? Ich schreibe den Beton. Hier kommen die Stahlträger rein. 24 Stück mal 4, das ist auch gar nicht so wenig. Und die Stahlträger sind wo? Hier. Wie komme ich denn jetzt halt hier lang? Langsam wird es ein bisschen eng, würde ich sagen. Nee. Noch ein bisschen vor und dann hoch. Leicht eins hoch, ja, leicht. Ist gerade oder ja, passt. Gut, dann können die da schon mal rein. Das schaut ein bisschen scheiße aus, wenn das so eine flache Neigung hat, aber egal, kann ich nichts machen. Gut, die können da schon mal rein. Hier muss ich noch alles verbinden, dann Strom und dann geht's ab. Haben wir noch ein Bauteil. Da haben wir schon 2 von 4 für den schweren modularen Rahmen, der ein Bauteil ist für ein anderes Bauteil, das auch ein Bauteil ist für das, was ich eigentlich brauche. Wisst ihr Bescheid? Genau. Ey, das ist ein Schmarrn. Also, ja. Gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier einen Strommasten hin. Hier einen. Betrieb meinen, das sollte vielleicht reichen. Mal gucken. So, eins. Doch, jetzt eigentlich nicht zählen. Macht gar keinen Sinn, ob ich zähle, oder? Gehst dann daher. Du gehst zu dem Strom. Dann hier, genau. Jetzt haut es mir mein Strom komplett aus. Gehst du da rüber? Vielleicht sollte ich langsam mal die MK3-Masten erforschen. Ja, wir sind leicht drüber. Naja, gut. Dann kommen hier Fusionatoren hin. Müssten ja schon die ersten Teile rauskommen, oder? Ja, genau. Und auch alle müssten schön produzieren. Gut. Dann würde ich sagen, weil du Platz hast. Du Scheiße.
Wenn wir dich mal ein bisschen an den Rand hin. Zweckmäßig ist was anderes. Also, das ist klar. Wir gehen hier vorbei. Hier gleich Fusionatoren haben wir das auch hinter uns. Und hier brauche ich eigentlich gar kein. Doch, ich mache mal eins. Ich mache einfach ein Zwischenlager, ein kleines. Hier ist so rein Warzen. Das war falsch rum. Nein, war es nicht. Muss da raus. Gut, und dann von da aus geht's dann ab nach ganz dahinter. Ja, geilo. Das könnte ich aber vielleicht sogar schon mal ein bisschen machen. Das heißt, ich gehe jetzt mal. Oder ich verlege das auch unterirdisch dann. Ist wahrscheinlich gescheiter. Gut. Jetzt sind da schon zwei Komponenten drin, richtig? Drei sogar. Ach, die modularen Rahmen fehlen, ja. Genau. Dazu brauche ich, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. Fünf pro Minute. Warte mal, ist das, macht das. Das ist halt gerade. Zwei ist noch beschissener. Okay, 5 pro Minute. Das heißt 4. fünfhundertsechzig Schrauben brauche ich nur, um die zu füttern. 560. Und dann brauche ich ja versteckte Eisenplatten. Und da brauche ich wie viel davon? Aus der Hölle. Eins nach dem anderen. 560 Schrauben. Das heißt, das sind 10, 11, 12 Constructor. Es geht da schon wieder los mit so vielen Constructoren. So, eins. Fuck off, ey. Das ist schief. Beziehungsweise nicht bündig. Und ich habe vergessen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 10. 11. 12 waren es, richtig. Richtig. Dann machen wir das jetzt so. Ach, das wird Katastrophe. Wir machen hier einen Splitter hin. Und zwar geht der dann irgendwie mal erstmal da vorbei. Erstmal. Und dann kommen hier ganz viele Splitter her. So. Das ist nämlich einen Grund, weil die Eisenbahn, wo ich da weiter schicke, die brauche ich ja nochmal für Strom. Das ist sehr stromlastig alles. Sehr, sehr schraubenlastig. Naja. Darf jetzt gleich wieder diese scheiß Platten holen.
Dann kann ich gleich mal gucken, wie es eigentlich ausschaut mit der Plattenproduktion, weil das war vorher nicht voll. Genau. 3 Stück. Jetzt ging mal 6. Nee, was? Moment. 0. Es war von vornherein so geplant. Klar. Das aber nicht. So. Ich glaube, es wird langsam voller, aber sehr langsam. So, ich möchte gleich mal gucken. Wir hatten gesagt, nicht ganz 2 Reihen. Jetzt, okay. Die reichen erstmal noch. Gut, dann kommen die überschüssigen, weil... Muss ich mal ganz kurz gucken, ist das alles? Das muss ich alles mal upgraden hier. Na gut, da brauche ich nicht so viel. Das hatte ich, glaube ich, schon mal upgraded. Naja, weiter. Soll ich hier kommen, dann die Eisenplatten weiter. Perfekt, die gehen da rein, genau. Und die gehen da rein. Darf wieder erstmal Millionen mal Gussschrauben wieder einstellen. Heftig. Ich dachte, wir schaffen es in dieser Folge, die schwermodularen Waffen zu machen, aber Arschlecken. Und vor allem das Lustige ist, der ganze Scheiß, dass dann 3 Stück in der Minute produziert werden. 3. 3. Hier ist er nicht. Gut. Naja. Das muss alles so. Jetzt ist die Frage, von wo fange ich an, aber ich glaube, so rum ist schon besser in die Richtung. Ach, oben brauchen die Dinger ja auch noch alle. Das waren nicht die letzten Schrauben, da werden der nochmal welche dazukommen. Ja. Und dann kann ich die Eisenquelle da oben eh knicken, dann ist die eh ausgeschöpft irgendwann mal. So, Strom. Mindestens 3 brauche ich. Gut. Ja, einer geht noch. Yippie, noch mehr Schrauben. Geilo.
So, wo habe ich jetzt noch einen Strommasten? Hier. Cool. Passt. Gut. Noch geht's. Noch geht's, noch geht's. Alles gut, alles cool. Es kommen hier eine Milliarde Schrauben raus irgendwann mal. Und die werden dann weiterverarbeitet. Nicht schlecht. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.